Es hat fünf Pedale im Prinzip. Wenn Sie hier sehen, dass wir eine andere Anlagebrücke, das hat noch keine Pedale nach unten, dass wir das noch mit Kniepedalen machen. Das ist 1810 ungefähr. Das ist 1825. Also 200 Jahre. Wir haben dagegen ja ziemlich genau alt. Und es hat dann Pedale nach unten verlagert. Aber es hat fünf Pedale, ich habe schon ein paar Effekte gehört. Ich habe, um das vorzustellen, kurz die normale Dämpfungsaufhebung. Das ist das, wo eben der Ton weiterklingt im Raum, die Dämpfung dann eben ausgelöst wird. Ich habe auch eine Verschiebung, dass einfach statt drei Seiten nur zwei Seiten angeschlagen werden. Es gibt ein bisschen weicheren Klang. Ein bisschen harfigeren Klang. Dann habe ich ein sogenanntes Moderatorregister. Das hat dann auch alle Instrumente schon bei Mozart. Das wird eine Tuchleiste zwischen die Seiten und die Hämmer geschoben. Und das ist nicht dazu da, um den Nachbarn nicht zu stören, wie das heutzutage oft ist, sondern einfach um bestimmte Farben zu erzielen. Register nannte man das damals, so wie Orgelregister, bestimmte Farben zu erzielen. Und das eben so ein harfiger Klang, dann einfach. Es ist übrigens genau das, diese Klangfarbe, die sich wahrscheinlich ein Beethoven vorgestellt hat, als er das geschrieben hat. Also es ist diese leichte, harfige, verwobene Idee eines romantischen, frühromantischen Klanges, der hier dargestellt wird. All diese Register hatten diese Klaviere bis ca. 1840. Es gibt dann aber noch zwei weitere Register. Eines davon, das werden Sie hören, auch noch im Laufe des Tages, wenn wir die Füße dahin lassen, vielleicht ist das ein sogenanntes Fagott. Da wird ein Pergamentstreifen auf die Seite gedrückt und das ein bisschen schnarrt. Hier sind die Seiten. Dann gibt es ein weiteres Register und das ist das wahrscheinlich ja, das populärste, aufsehenerregendste. Und das ist eben eine sogenannte türkische Musik oder Jan Schanzug. Das hören Sie hier nochmal, wenn ich kurz demonstrieren darf. Weiter im Programm sind, dann hört sich jetzt ein Schumann. Das ist ganz was anderes. Ich habe deswegen
kleine Stückchen hier gewählt, weil das Schubert wie kein anderer auch die Gitarre eigentlich immer wieder ja, nachahmt, auch in gewisser Weise. Es ist nicht nur so, wenn sie denkt, könnte das berühmte Lied leise gehen, meine Finger. Dann hat er nichts anderes. Genau diese Idee im Nachahmen, die dieser Klavier eben hatte und für die Komponisten inspiriert hat. Und zwar Schubert in vielen seiner Klavierwerke auch schon gitarrenähnliche Effekte eingebaut, die sich aber nur realisieren lassen auf diesem Flügel. Hören wir also einen Akkordeon von Schubert.